Nach wiederholten Absagen gastiert Lok Leipzig im Mommsenstadion. Mit 2 Siegen in Folge im Gepäck das Duell Chiva gegen Christopher Brauer von Tennis Borussia Berlin. Die Lila-Weißen mit der besten Saisonphase. Man gewann in Halberstadt, unglückliche Last-Minute-Niederlage gegen Erfurt am Freitag. Bei Lok Isa Dogan mit dem Comeback. Absolvierte in diesem Jahr nur 2x 90 Minuten. Lok mit schnellem Umschaltspiel. Grimm, Oschmann und Ricardo Grimm und Albers. Kam im Sommer mit Dogan vom CFC. Grimm traf gegen Altlinike, hier scheitert er an Karl Albers. Der mitgereiste Anhang aus Leipzig, Probst Haider, sieht eine ausgeglichene Anfangsphase. Doch die Gäste finden immer besser ins Spiel. Mit einem Sieg würde man auf Platz 4 in der Tabelle springen. 8 Punkte auf Erfurt. Lukas Sürch mit einem super Solo an Önal, Suchsus und Oschmann vorbei. Hat das Auge für Dombrova. Okbidi. Und dann Jamal Ciane. Ärgert sich hier. 10 Saisontore hat er schon. 5 Spiele aber ohne Treffer. Wollte mit links abschließen. Ball kam auf den rechten. Die Loksche spielbestimmt gegen Ende der ersten Halbzeit. 42. Minute. Ricardo Grimm wird diesen Standard ausführen. Und einer will unbedingt wieder treffen. Steigt am höchsten. Jamal Ciane. Besser kannst du einen Kopfball nicht im Tor unterbringen. Lok Leipzig geht mit 1:0 in Führung. Der Dank Ciannes geht an Grimm. Zielgenaue Vorlage zum 11. Saisontor des Leipziger Top-Torjägers. Zur Freude seines Trainers gewinnt hier das Kopfballduell um Längen gegen Effe Önal. Das TB-Eigengewächs mit Startelfdebüt in dieser Saison hat hier das Nachsehen gegen Jamal Ciane. Nur 2 Minuten später, TB engagiert, wenig offensive Durchschlagskraft. Die Gäste sehr ballsicher. Wieder Lukas Sürch, eine Waffe im Spielaufbau der Blau-Gelben, schickt Sascha Pfeffer und dann legt ihn Karl Albers. Hannes Wenske zeigt auf den Punkt, richtige Entscheidung. Diesen Ball von Sürch hat niemand bei TB kommen sehen. Und Albers kommt hier zu spät. Pfeffer spitzelt den Ball noch weg. Der Gefaulte tritt selbst an, ein sicherer Schütze, Pfeffer gegen Albers. Letzterer hielt 2 Elfmeter gegen Halberstadt. Ein ganz starker Keeper auf der Linie. Pfeffer gegen Karl Albers. Und Sascha Pfeffer verwandelt. 2:0 Leipzig. Doppelschlag der Gäste in nur 2 Minuten. Waren feldüberlegen, hatten mehr vom Spiel. Profitieren von 2 individuellen Fehlern der Charlottenburger. Und Pfeffer dachte sich, wenn Ciane trifft, dann treffe ich auch. Zieht gleich, beide mit 11 Saisontoren. Komfortable und verdiente Führung. TB ohne nennenswerte Torchance in der ersten Halbzeit. Das Tabellenschlusslicht kommt druckvoll aus der Kabine. Leistungssteigerung, trauen sich mehr offensiv. Marino schickt Krasucki. Der wird vorne allein gelassen, behauptet sich aber gut. Hat das Auge für Tekin. Top-Torschütze der Borussen, 3 Saisontore. Emin Can Tekin. Die 57. Minute, beste Phase im Spiel von TB. Nur 50 Sekunden später, jedes Spiel jetzt ein Endspiel für die Veilchen. Mindestens 1 Punkt, um mit Germania gleichzuziehen. Zudem hoffen auf Erfolge von Halle und Zwickau. Lok im Vorwärtsgang. Suchsus stellt sich hier Grimm in den Weg. Und dann Sansa, eingewechselt, probiert es mal. Starke Parade von Isa Dogan. Klasse Schusstechnik, der hätte perfekt in den Winkel gepasst. Nach Druckphase TB Lok wieder die bessere Mannschaft, verwaltet klug und setzt Nadelstiche. Stört den Spielaufbau der Berliner.
Das ist wieder Grimm. Hat das Auge für Jamal, Ziane und Albers. Starke Rettungstat vom Schlussmann der Lila-Weißen. Die Loksche will die Entscheidung. Die 85. Minute. Mit einem Sieg heute ist man 8 Punkte hinter Erfurt. Bei 21 zu vergebenen Punkten. Das ist Abderrahmane. Wird nicht angegriffen. Und am zweiten Pfosten wieder Ziane. Das dritte Tor will einfach nicht fallen für die Gäste. Nachspielzeit, die 91. Minute. TB erst mit 11 Toren zu Hause in dieser Saison. Jetzt die Chance, diesen Wert zu erhöhen. Kobaschian und wieder Dogan. Es hat einfach nicht sollen sein für die Berliner. Lok Leipzig gewinnt vor 600 Zuschauern mit 2:0. Spielt zum dritten Mal in Folge zu 0 und springt auf den vierten Tabellenplatz. TB kann den Schwung aus den letzten beiden Spielen nicht mitnehmen, zeigt sich aber im Vergleich zur Hinrunde spielerisch stark verbessert. Aus der englischen Woche wollten wir unbedingt hierher kommen, auswärts, dass wir das Spiel gewinnen. Und die Art und Weise ist alles super. Wir müssen nur gucken, dass wir eben ja, das 3-0, 4-0 machen. Ich glaube, dass heute hier mehr drin gewesen wäre, weil das, was wir uns vorgenommen haben, das wäre heute auch umsetzbar gewesen. Aber uns hat so ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, uns hat uns ein bisschen die Intensität, und gegen Lok muss man intensiv Fußball spielen, das hat uns heute gefehlt. So. Wir haben Haltung in der zweiten Halbzeit bewiesen, das ist okay, aber insgesamt sind wir schon sehr enttäuscht, weil es war heute nicht so, dass hier eine Mannschaft aus Leipzig uns an die Wand gespielt hat oder einen überragenden Ball gespielt hat, sondern wir haben heute einfach zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht, aus der Chance heute hier ein gutes Ergebnis zu erzielen. 14. Sieg, nur Erfurt und Cottbus haben mehr. Nächste Gegner Luckenwalde, Lichtenberg und Meuselwitz.